Alter, was geht ab, Leute? Wir essen jetzt Döner. Und zwar Döner des Monats von Hans Kebab. Neuer Monat, neuer Döner. Und wir sind zum zweiten Mal da. Ich habe leider das erste Mal Material verloren. Der noch kritischere Boss war aus der Wiesenpause zurückgekehrt. Und er hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Aber das Material haben wir leider nicht mehr, ey. Alles? Alles, ja. Ich erzähle euch jetzt auch mal, was da drin ist, Leute. Wie immer, knuspriges Dönerbrot, Kalbsfleisch ohne Hähnchen, Salatmix, Guacamole, rote Zwiebeln mit Rucola, Jalapenos, Crunchy Nachos, kresse Schnittlauchsoße, scharfe Hans-Kebab-Soße und Sumak. Also Spoiler, das war bisher der schwächste und genau den muss ich nochmal essen. So, da haben wir ihn. Ich muss sagen, der sieht cleaner aus, als wo ich mit dem noch kritischeren Boss am Start war. Der sieht sogar ziemlich gut aus. Der andere war so voll, bisschen schlecht verteilt. Guacamole hat man gar nicht. Okay, jetzt sieht man es, aber beim letzten Mal hat man es nicht mal geschmeckt. Vielleicht schmeckt man es jetzt auch nicht. Aber ja, so ist das. Performance, Leistung ist natürlich nicht immer dieselbe. Manchmal hat man einen schlechten Tag, manchmal hat der Wille mal einen schlechten Tag. Kann alles passieren. Also vielleicht überzeugt er mich ja dieses Mal. Aber jetzt zeige ich euch erstmal meinen allerersten Eindruck. Oh, der ist echt voll, Mann. The fuck? Ich finde kein Opening, Leute. Kann man nicht essen, Mann. Braucht den Einstiegspunkt. Ja, das war ein richtig schlechter Bissen. Nur Salat und Brot. Das geht nicht. Alter, ist der viel drin. Das ist der Kamerabonus bestimmt. Ich hab den. Ich mag den Crunch. Was ist das, Leute? Also ich kann euch schon sagen, ich finde den leicht zu scharf. Also nicht auch unausstoffbar scharf, aber zu scharf für Döner. Also ich mag den nicht so scharf, den Döner. Hinten geht es jetzt. Das ist ein Monster. Der ist schon zu voll. Du hast nicht in jedem, Bissen alles drin. So ein bisschen nur mit Zwiebeln. Also ich kann euch schon jetzt sagen, das ist für mich bisher der schlechteste von den Döner des Monats. Nach Mango. Ich kann mich an Mango gar nicht mehr erinnern, der zählt gar nicht mehr. Mango Chutney. Das ist von den alten Zeiten. Das war privat. Hier Guacamole kommt nach ein paar Bissen endlich raus. Aber. Habe ich fast gar nicht. Ja, die geht unter. Guacamole geht unter. Hier die ganzen Zwiebeln, Jalapenos, Nachos fallen raus. Ja, sehr gut. So. Beim letzten Mal war die so fett, die Portion. Ich bin gar nicht damit klargekommen. Aber wir kommen direkt vom Gym. Hunger ist am Start. Ich nehme mal Döner des Monats. Oh, er nimmt Döner des Monats. Ich habe den Döner des Monats. Mmh.
viel besser verteilt. Du schmeckst alles. Beim letzten Mal, ich habe reingebissen. Ich war voll schlecht verteilt. Also, okay, gar nicht schlecht. Fun Fact vom noch kritischen Boss. Er meint, er hat auf Instagram einen Kommentar gesehen. Irgendeiner hat bisher jeden Döner des Monats gegessen und das war sein Favorit. Kann ich nicht bestätigen. So ist besser, besser verteilt, schmeckt besser, aber er ist immer noch der schwächste von allen. Also was heißt von allen? Von allen, seitdem wir Videos drehen. Ah, schau mal, diesmal kann ich ihn wenigstens zumachen. Das letzte Mal war, ich weiß nicht, vielleicht zu nett gemeint, zu viel drauf. Diesmal schmeckt sogar die Guacamole. Und beim letzten Mal war der richtig fettig. Das alles ist durchgesickert. Boot am Ende komplett durchnässt, durchgelöchert. Aber jetzt ist er wieder gut, jetzt ist er wieder clean. Also vielleicht wollte irgendeine höhere Macht, dass wir oder ich den nochmal probiere. Weil das war nicht die Best Performance letztes Mal. Clean. Diesmal ist das so viel besser. Okay, krasser Unterschied, Mann. Also ich kann es euch ja sagen, das letzte Mal haben wir ihm ich eine 4 von 10 gegeben und der noch kritische Boss eine 3 von 10. Also unterdurchschnittlich. Also ist er okay. Ich will nicht sagen gut, weil ich bin nicht so der Mexican Flavor. Ihr habt es vielleicht gesehen auf dem Kanal. Wir essen nichts Mexican. Dem würde ich eine 6 von 10 geben. Verdienen Menschen auch eine zweite Chance oder nur Döner? So, Alter, das ist clean. Ich weiß nicht mehr, was alles auf dem Material ist, was nicht verloren gegangen ist. Aber da habe ich mich extrem über den, das am Ende oder die Verteilung und den Döner aufgeregt, weil der war so fettig, das sah ganz anders aus. Und der war so voll, ich konnte nicht reinbeißen. Ich musste irgendwo ein Opening finden. Und dadurch, dass er so voll war, du beißt rein, es war zum Beispiel nur scharf. Und jetzt war extrem gut verteilt. Noch ein Feedback vom noch kritischeren Boss. Ich hoffe, ich kann es so cool einblenden, wo man diese Sprachwellen sieht. Ich gebe mein Bestes, jetzt auch seine Meinung, damit ihr zwei verschiedene Blickwinkel habt. Nicht, dass jemand denkt, weil ich so oft in letzter Zeit bei Hans Kebab bin, dass ich die nur gut rede. Also Döner des Monats dieses Mal, leider ganz schwache Leistung, hat mir überhaupt nicht getaugt. Zu scharf, Chilis und Jalapenos drin, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Bei mir zu scharf, man hat die Avocado deswegen auch gar nicht mehr rausgeschmeckt. Zu viele Soßen und komplett überbelegt. Also man konnte dieses Ding absolut nicht essen. Von daher eine sehr schwache Leistung, 3,5 von 10. Ursprünglich war es eine 3 von 10. Er will nicht so kritisch bei euch rüberkommen, aber er ist der noch kritischere Boss. Aber wie gesagt, beim ersten Mal fehl, beim zweiten Mal viel besser belegt und dadurch normaler Döner. Normaler, also kein unterdurchschnittlicher, aber von allen Döner des Monats, die wir bisher getestet haben, definitiv, definitiv der schwächste. Ich fand den jetzt auch gar nicht so kreativ. Die anderen davor, die waren so, oh wow, okay, sehr interessant. Das war jetzt, ja okay, Mexican Style, Flavor. Paar Nachos drin, bisschen scharf. Ja, okay. Wir sehen uns im November wieder, Hans Kebab. Das war's von mir, Leute. Kleiner Gastauftritt vom noch kritischen Boss. Ja, so funktioniert das Universum manchmal. Material verloren, dadurch haben die nochmal eine zweite Chance bekommen. Und ja, ist besser angekommen. Zweite Chance. Nicht nur für Döner, manchmal auch für Menschen. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, Bitcoin, Crypto Cash, wo geht ihr jeden Tag tracken, see you as business und ciao.